Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich brauche immer noch Erfahrung. Ich bin hier im Hafen von Korinnes und ich werde jetzt Alrik herausfordern. Los geht's. Ich will gegen dich kämpfen. Ich mache nur Kämpfe von mittags bis abends. Das Kämpfen lohnt sich nur, wenn genug Zuschauer da sind, die Wetten abschließen. Jetzt ist es noch zu früh. Komm später wieder. Wer hat denn ein Schwert? Wem hast du dein Schwert verkauft? Ich habe es bei einem der Händler auf dem Marktplatz für ein bisschen Krempel eingetauscht. Jora hieß der Kerl. Die Fackeln und das bisschen Fleisch, das er mir gegeben hat, sind schon lange aufgebraucht. Er wird mir das Schwert wohl kaum umsonst geben. Es ist ein altes Schwert. Er wird nicht viel dafür haben wollen. Betrachte das Geld einfach als zusätzlichen Einsatz für den Kampf. Okay, Mittag bis Abend. Ich schätze mal, ab 12 Uhr wird das sein. Gut, ich brauche aber die Erfahrung. Dementsprechend würde ich jetzt... Ich würde jetzt zum Marktplatz gehen, würde das Schwert besorgen, mich vielleicht kurz mal aufs Ohr hauen bis Mittag. Dann gegen Alrik kämpfen, dann Alrik sein Schwert geben. Und dann kann ich ihn vermutlich nochmal herausfordern, schätze ich. Ob ich das dann tue... Ja, warum eigentlich nicht? Ich will ja die Erfahrung kriegen. Ich denke, das mache ich einfach. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier der beste Weg ist, von da unten noch nach oben. Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels werden noch weiter verstärkt. Hey, der labert. Die Torwachen sind angewiesen, das Gesetz in aller Strenge auszulegen, um unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Wie er labert. Jora, war das nicht der, der geklaut wurde? Ich glaube ja. Vielleicht ist er ja jetzt ganz dankbar und gibt mir das Schwert einfach so. Alles weiter. Oder vielleicht billiger oder so. Schauen wir mal. Alles weiter. Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Du meinst den abgerissenen Typen, der seine Waffe bei mir für ein paar Fackeln und Fleischbröckchen eingetauscht hat? Genau den. Das Schwert habe ich noch. Wie viel willst du dafür haben? Nun, für dich... Ach, was soll's. Hier, nimm es. Schließlich hast du mir geholfen, mein Gold wiederzukriegen. Yay, dankeschön. Sehr gut. Zeig mir deine Ware. Was hast du noch so alles bei dir? Was? Pfeilen, Licht, Rohstahl, Heilpflanze. Wer sagt denn sowas? Ich habe was. Kann ich alles nicht gebrauchen. Und es wird noch viel schlimmer. Das darfst du keinem erzählen. Das ist mal wieder typisch. Was sagt die Zeit? Es ist viel zu früh. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Ich hau mich kurz aufs Ohr. Bis Mittag. Und dann sollte ich gegen ihn kämpfen können. Welches Bett nehme ich diesmal? Ich glaube, ich nehme wieder das beim Kamin. So, einmal schlafen. Bis Mittag. Hatte ich letztes Mal dieses Bett? Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. So, Alrik, wo bist du? Ich werde dich stütten, mein Freund. Man hat mir gesagt, mein französischer Deutschakzent sei nicht sehr besonders gut. Deswegen belasse ich es. Bei dem einen Mal, glaube ich. Es sei denn, natürlich, die Kommentare sagen was anderes. Jetzt, aber weder mehr Ingame und weniger Unsinn. So, Alrik, dann komm mal her. Und da links im Lagerhaus ist ja auch noch so ein Typ, ne? Mit dem könnte ich mich mittlerweile wahrscheinlich auch anlegen. Er muss das ja besser wissen. Irgendwie will ich noch Erfahrung kriegen. Ich traue mich so nicht. Ich will auf jeden Fall den ersten Kreis der Magie, bevor ich ins Minental gehe. Ich will dort nicht so komplett aufgeschmissen und auf Zauberrollen angewiesen sein, die leer gehen. Ich will zumindest meine erste eigene Rune benutzen können. So, Alrik, ich will kämpfen. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Ja, locker. Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Ein Magier. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Offensichtlich. Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Bewohner von Korinnes. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lords. Jeder hat... Mach ihn fertig! Ja, so ist gut! Nein, hat mir Schaden gemacht. Ich dachte gerade, ich könnte das einfach so... Gib mir mal das Gold. So. Na Jungs, habt ihr auf mich gewettet? Finde ich gut, danke. Hab ich auch verdient. Bin ja hier der Beste. So, einmal Heilung bitte. Ein Brot. Und dann noch, ja, zwei Fische. Ne, warum nicht? Oh, mein Schädel. Ja, was ist mit dem?
Mann, oh Mann, du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Dein Gold hast du dir ja schon genommen. Oh, das hast du gemerkt. Hättest auch warten können, bis ich es dir gebe. Ich halte mein Wort. Sicher, sicher. Und eine Sache noch. Niemand redet darüber, was hinterm Lagerhaus passiert. Die Milizen lochen hier jeden ein, der sich auch nur die kleinste Sache leistet. Und Kampfwetten sehen die Jungs sicher nicht gerne. Ich will gegen dich kämpfen. Nee, nee. Bevor ich nochmal gegen dich antrete, brauche ich eine bessere Waffe. Ich musste vor ein paar Tagen mein Schwert verkaufen. Mit dem Teil bin ich unschlagbar. Ja, wenn ja. du es mir wieder besorgst, trete ich nochmal gegen dich an. Unschlagbar. Hier, nimm. Ich hab dein Schwert. Ah, das ist schon viel besser, als mit einem alten Ast zu kämpfen. Hat er sich jetzt eigentlich schon geheilt? Nee, hat er Warte nicht. Warte mal. Dann fordere ich ihn gleich nochmal heraus. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Das dürfte ja jetzt total einfach. Ah, jetzt hat er plötzlich doch einen Heiltrank. Jetzt habe ich dein Schwert schon wieder, oder was? Was passiert, wenn ich das Schwert... Ah, 100 Gold, dankeschön. Und ich nehme dein Schwert wieder an mich. Bevor du wieder Unsinn baust. Naja, was heißt wieder? Du hast ja noch nicht Unsinn gebaut, soweit ich weiß. Aber hey, sicher ist sicher. So, noch 40 Lebenspunkte. Oh, 40. Das sind 4 davon. Oh, mein Schädel. Willst du dein Warte Schwert mal. Wieder? Mann, oh Mann. Du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Dein Gold hast du dir ja schon genommen. Hättest auch warten können, bis ich es dir gebe. Ich halte mein Wort. Ich hab dein Schwert. Gut. Bin gespannt, ob du es jetzt nochmal wagst, mich herauszufordern. Was? Nochmal? Ernsthaft? Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Was? Wirklich? Ernsthaft? Nochmal? Hier sind sie. Was? Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Schön ist, ich kriege Bist jedes du bereit? Mal... Ich kriege jedes Mal Erfahrung, oder? Wie viel brauche ich denn noch? Noch gute 1000. Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Dieses eine Mal noch, danach lasse ich es. Der hat gesessen. Ist das schön? Ich kann einfach jedes Mal... Gut, ich habe keine Ahnung, wie oft ich jetzt gegen den kämpfen kann, aber... Naja... 15... 25... und 35... Ich meine, so 100 Erfahrung und auch nochmal 50 Gold jedes Mal, das ist schon was Tolles, ne? Ach so, mein Gold, hey. So, 1000 Gold. Wer sagt's denn? Oh, mein Schädel. Kann ich jetzt nochmal gegen dich antreten? Ohne, Mann, oh Mann, dein Gott, hättest du auch warten? Ohne, dass du dein Schwert hast? Ich will gegen dich kämpfen. Gib mir erst mein Schwert zurück. Das merkt er immerhin, okay. Ich hab dein Schwert. Gut. Ich will... Hast du die 5? Nö. Dann besorg sie dir. Kein Kampf ohne Einsatz. Nee, ist okay. Ich kämpfe jetzt nicht mehr. Was weißt du über den Krieg mit den Orks? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Der Krieg dauert schon zu lange. Die Landbevölkerung hungert. Überall gibt es Bauernaufstände, die vom König erbarmungslos unterdrückt werden. Aber es sind einfach zu viele. Wenn der Krieg nicht bald endet, wird das Reich auseinanderbrechen. Kannst du mich ausbilden? Vorausgesetzt, du bringst die nötige Erfahrung mit. Klar? Trainier mich im Schwertkampf. Einhandwaffen. Okay, das ist gut zu wissen. Du bist kein Anfänger mehr. Andererseits, nee, warte mal, ich will ja Zweihänder lernen, gell, damit ich den Magierstab besser benutzen kann. Auf ausdrückliche Anordnung gut, die Erfahrung hier habe ich mir jetzt mehrfach abgestaubt. Ach ja, aber gut zu wissen, dass ich gegen den immer wieder kämpfen kann. Gut, ich weiß nicht, ob es immer wieder geht, aber... Ich sehe gerade nicht, warum es nicht öfter gehen hey, sollte. Hey, du bist ja immer noch hier. Hatte ich nicht gesagt, du sollst dich verpissen? Ja. Jetzt zeige ich dir, wer hier der Chef ist. Und ich zeig dir, wer hier der Magier ist. Wow, ey, du willst doch hier keinen Magier verprügeln, oder? So was macht man nicht. Man verprügelt keine Magier. Nein, tut man nicht. Man verprügelt Magier nicht. Hilfe! Ja, renn so schnell du kannst. Ja, ja, tu ich. Oh Mann. Ich hätte das. Das ist ja peinlich. Ich hätte echt gedacht, dass ich gegen den besser abschneide. Das ist der Oh Mann.
Ah, wo schlafe ich denn jetzt eine Runde? Ich könnte noch mal zum Proviantmeister gehen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ob der vielleicht einen neuen Hinweis hat. Ich weiß ja mittlerweile, wer der Waffenhändler ist, der Banditen. Die Frage ist, ob er was Neues weiß oder mir vielleicht was verkaufen kann. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Und? Was noch? Das ist alles. Das reicht noch nicht. Das könnte fast jeder im oberen Viertel sein. Okay. Sieht so aus, als müsstest du der Spur der Banditen und den gelieferten Waffen noch weiter folgen, bis wir wissen, wer dahinter steckt. Vielleicht solltest du nochmal mit Watras sprechen. Ach, das habe ich doch schon mehrfach. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Du hast Magie. Böses Vertreiben, mittlere Wundheilung, heiliges Licht, heiliger Pfeil. Große Wundheilung und ein Ring der Magie, der plus 5 Mana gibt. Was für einen Ring trage ich denn? Ich trage einen Ring der Geisteskraft, Schutz vor Magie und ein Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Ehrlich gesagt, beides ist gerade nicht so gut. Was hast du anzubieten? Dann passt. Schutz vor Magie eventuell, aber ich sehe gerade nicht, wo ich wirklich Magie abkriege. Was ich vor allem gerade definitiv nicht brauche, ist das Erkennungszeichen. Da besorge ich mir lieber 5 Mana mehr, die ich dann ausgeben kann. Ich habe 30 statt 25, oder? Ja. So. Dann würde ich hier gerne eine Runde schlafen. Weiß der Fischer denn hier irgendwas Neues? Ich denke mal, hier hat sich nichts getan, oder? In der Zwischenzeit. Hey, du. Da hat sich nichts getan, oder? Und? Wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja, nichts Neues. Du, ich benutze mal kurz dein Bett, gell? Es ist so, ja, 14.07 Uhr. Ich bin ziemlich angeschlagen. Ich schlafe mal bis zum nächsten Morgen. Das brauchst du ja nicht, oder gerade? Nee, passt schon. So. Oh mein Gott, diese Blutspur. Diese Blutspur. Wie weit geht die denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie weit geht die Blutspur? Wie weit kann ich mich jetzt selber zurückverfolgen? Oder wann? So etwas nie erlaubt. Nach welcher Zeit oder nach welchem Abstand die spawnt diese Blutspur? Ich habe so einiges gehört. Für Innos! Ah, hier hört sie auf. Das wird sich die hat aber definitiv nicht hier angefangen, sondern weiter hinten. Das war ja im Lagerhaus. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch so, und hier hinten wartet ja, soweit ich weiß, immer noch dieser Attila auf mich. Ich habe einen Feuerball ausgewählt. Sehr gut. Hey, Attila! Ah, endlich. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Wer bist du? Attila werde ich genannt. Das solltest du am... Was soll dieses Theater? Ach, das kennen wir ja alles schon, ne? Warum willst du mich töten? Wer bezahlt dich dafür? Wer bezahlt dich dafür? Meine Auftraggeber arbeiten im Verborgenen, genau wie ich. Eine Bedingung meines Vertrages ist, dass ich weder ihren Namen noch ihren Aufenthaltsort nenne. Warum willst du mich töten? Du hast Rengaru an die Stadt verkauft. Er ist zwar nur ein kleiner Dieb, aber du hättest das nicht tun sollen. Meine Auftraggeber sind nicht gerade erfreut darüber. Um zu verhindern, dass du noch einen weiteren Fehler machst, schicken sie mich. Lass mich wenigstens meine Waffe ziehen. Gut, dann mach dich bereit für deinen letzten Kampf. Wow, wie der immer noch so fett reinhaut. Was zur Hölle? Ich hab doch hier meine fette Magierrüstung an. Was ist da los? Das ist wirklich nicht mein. Ich krieg dich noch! Nein, ich krieg dich! Das interessiert mich lieber. Was zur Hölle? Ich hab doch hier eine geile Rüstung an und ich hab... Boah, wie viel hält der denn aus, Mann? Das ist ja unglaublich. Kann ich den nicht irgendwie... Ich schau mal, was ich noch so an Zaubern dabei hab. Ernsthaft, ich hab jetzt noch Probleme bei dem. Der war doch vor 1000 Folgen gefühlt und vor 20 Levels. Wundheilung, Feuerball, vergessen, Licht, Wundheilung, Windfaust. Keine Ahnung, klingt mächtig, würde ich mir eigentlich gerne aufheben.
ansonsten. Andererseits, komm, wie viele Feuerbälle habe ich? 9 Stück. 3 oder 4 sollten reichen für ihn. So, dann spüre ich das Ganze nochmal kurz durch, damit ich da alles durch habe. Und auch die ganzen Einträge. Gut. 1, 2, 3. Was? Was? Warum? Ich war schneller. Okay, folgender Plan. Ich spreche ihn an, ich quatsche alles durch, ich hüpfe auf dem Dach und mache ihn von oben platt. Ja, so mache ich das. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht schaffe. Sag mal, ich bin hier... Okay, ich bin Level 8. Okay, so stark bin ich nicht. So gegeben. Aber ich habe eine Magierrobe. Hallo? Ich versuche mal eben Gold anzubieten. Ich kann dir Gold zahlen. Viel Gold. Zwecklos. Deshalb bin ich nicht gekommen. Den einzigen Preis, den du zahlen wirst, ist dein Leben. Und zwar jetzt. Nee, nicht jetzt. Erstens, ich zahle nicht mein Leben, sondern deins. Und zweitens, erst, wenn du kurz von mir abgelassen hast und wieder hinten hingegangen bist. Ich krieg dich noch! Ja, ja, kriegst du. Bestimmt. Du kriegst meine Magie vor allem. Ich wäre mir da nicht so sicher. Glaubst du wirklich daran? So nämlich, von hier aus. Das hast du nicht gewusst. So, Moment, ich will hier nicht die arme Frau da hinten treffen. Boah, ruckelt das gerade, ey. Edda! So, Attila, dann gehen wir wieder zurück auf deine Position. Bleibst du? Attila? Hallo? Attila? Wo bist du denn? Du Feigling, versteckst du dich? Davon lasse ich lieber die Finger. Bürger, Ritter? Wo ist Attila? Hä? Wo ist denn der hin? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Wo ist der hin? Ich hätte das anders gemacht. Der ist mir doch hier hinterher gerannt, dann hat er abgelassen. Dann hat er aufgehört, mich zu verfolgen. Wo ist denn der jetzt? Hör auf mit dieser Magie-Scheiße! Ach, ist er da drin? Ach, der ist da drin! Na, komm halt mal her, Attila. Gleich mal da hoch. So. Und jetzt kriegst du mich nicht mehr. So sieht's nämlich aus. Och, Junge, wo bist du denn schon wieder? Hallo? Ist er jetzt in dem Gebäude wieder drin, oder was? Och, Junge. Das macht doch keinen Spaß. Ich speichere hier mal. Damit ich das ganze Gespräch nicht nochmal machen muss. So. Du bist wieder da drin, oder? Ja, da ist wieder da drin. Jetzt eins. Es ist doch alles nur Gerede. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Immer genau so, wie du sagst. Zwei. Mein Gott, was hat er da vorher gewusst? Boah, wieder reinhaut. Ich bin schon wieder fast tot. Das gibt's doch nicht. Was bin ich denn für ein mieser Magier, der nichts kann? Ich krieg dich noch! Nein, du kriegst mich nicht. Ich krieg dich und vorher heile ich mich. Das habe ich schon immer gesagt. Oder? Meine Meinung? Naja, ich bin ja Fernkämpfer. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Kluges Kerlchen. Ey! Hallo? Warum hat er sich getroffen? Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Ich glaube, was man hört. Das wirst du jetzt bereuen. Geht's. So, geht doch. 200 Erfahrung. Boah, ist der stark. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Boah, ist der stark. Der arme Kerl kann ein verrosteter Schlüssel von Meersalz zerfressen. Nur, wie du sagst. Interessant.
Hier soll doch seine Entscheidung. So, dann habe ich den endlich mal besiegt, den Typen hier. Das wurde auch Zeit. Aber ich habe immer noch kein Level gekriegt. Aber ich vermute mal, der wurde von der Diebesgilde geschickt. Kannst du mir eine Suppe kochen? Bring mir einen Fisch. Ach, ich habe keinen Fisch mehr, ich habe ja gegessen. Genau, ich schätze mal, das ist der Zugangsschlüssel für die Tür unten im Hafen. Und da ich gerade... Was sagt denn die Uhr? 9.40 Uhr, komm, bis Mittag. Das reicht. Da ich gerade noch nicht ins Mietental will, wie ich ja schon lang und breit erklärt habe, werde ich jetzt, glaube ich, mal versuchen, dort unten reinzukommen. Und einfach mal schauen, was ich dort so alles finde. Der erzähle ich gar nicht. Und zwar werde ich das in der nächsten Folge tun. Ich hoffe. Gut, ihr seid jetzt nach dieser kampflastigen Folge nicht ein bisschen gelangweilt, weil ich noch gekämpft habe die ganze Zeit. Das ist ja interessant. Und nicht so viel handlungsmäßig passiert ist. Aber ich schätze mal, wenn das wirklich eine Diebesgilde sein sollte, dann geht's auf jeden Fall mit. Mit Kämpfen weiter, ja. Und mit Handlung natürlich, mit Story. Weil die Liebesgilde ist ja hier wichtig mit, weiß nicht, 2-3 Quests. Also Bosbas Bogen sollte da sein. Dann gibt es, glaube ich, generell die Quests mit der Liebesgilde. Haben die nicht noch irgendwas anderes geklaut, außer Bosbas Bogen? Keine Ahnung, vielleicht haben sie was mit den verschwundenen Leuten zu tun. Das könnte auch sein. Das glaube ich allerdings nicht. Ich glaube, das sind eher die Banditen. Und? Ist es der richtige Schlüssel? Es ist der richtige Schlüssel. Sehr schön. Und was sich darin befindet, das erfahren wir in der nächsten Folge. So, bis dahin. Tschüss.